So, hallo, ich begrüße euch zu Part 33 vom Super Mario Maker. Ja, diesmal weiß ich ausnahmsweise mal die Partnummer, weil ich gerade eben die Thumbnails für die anderen Parts gemacht habe. Und 32 war der letzte, das heißt, dieser hier muss folglicherweise 33 sein. Sensationell, oder? So, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich möchte den Abenteuermodus ein bisschen weitermachen. Ich will aber natürlich ganz kurz erst gucken, ob es denn schon wieder neue Dinge für uns. Nein. Neue Dinge für uns zu tun gibt. Und ich möchte trotzdem den Abenteuermodus weitermachen. Ich will ja nur schauen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch gleich sofort spiele, wenn ich entdecke, dass es neue Level gibt. Und das heißt das ja nicht. Aber vielleicht gibt es ja was, wo ich sage, ah, guck mal, es gibt gar nichts. Super, Baummodus. Abenteuermodus. So. Ich hatte nämlich gerade ein interessantes Gespräch mit Counterfight auf Twitter. Twitter nicht, auf Skype. Nein, Skype war es auch nicht. Discord heißt das Ding. Und da hat er geschrieben, sofern du mit dem Story-Modus nicht schon durch bist, wenn du ihn wirklich komplett abschließen willst und am Ende nicht Münzen farmen betreiben möchtest, sammle so viele Münzen, wie du nur kannst. Also bei ihm scheint es nicht aufgegangen zu sein, trotz Missionen genug Geld zusammen zu haben. Wir haben jetzt aktuell 73 und ja, ich habe dann gesagt, man kann ja einfach Kanone farmen gehen. Na, da könnte man so einen 24-Stunden-Stream auch draus machen. Ich weiß gar nicht, wie oft die nachgefüllt werden. Aber ja, das dauert schon ewig, da das Geld zu holen. Und ich glaube, es sind auch immer nur 10 Münzen oder sowas, ne? Das ist 5! Das ist ja nix. Da ist ja das Blockanspringen mehr wert. Apropos Blockanspringen. So. Ah, guck mal, da oben bauen die gerade fleißig. Das heißt, wir sind im Moment in einer Phase, wo wir durch Level abschließen auch was bauen können, ja? Dann würde ich das doch nutzen, um einmal ganz geschwind hier die Aufträge weiterzumachen. Hier fehlen ja auch noch zwei Sachen. So, los geht's. Steintransport mit Katzenmagen. Ach, das sind immer die Level, wo man so einen Stein. Ja, richtig. Das heißt, viel Geld werden wir jetzt nicht verdienen. Aber wir bauen das Schloss weiter. Und ich gucke halt, ob ich Geld finde. Also wir verdienen mit dem Abschluss kein Geld, wir verdienen nur das Geld, was wir finden. So, das wollte ich sagen. Mein Gott. Ist da oben was drauf? Nö. Schade. Kaputt, kaputt. Okay, da ist schon mal der Block. Ja, gut, ich brauche jetzt auch nicht alle drei Schritte so eine Katzenglocke, aber hey. Wozu kann man da hoch, wenn da eh nichts ist, nur Nintendo? Und ich weiß, ich meckere sehr viel über den Modus über Nintendo, aber es gibt ja auch viel zu meckern über Nintendo. So. Tschüss. Holen wir uns, denn jede Geld zählt. Jede Münze zählt. Guck mal, da ist eine Zehnermünze. So. Wofür ist jetzt die Röhre ist komplett irrelevant. Wait, wie komme ich? Achso. Hätte ich mir ja denken können, ne? So, tschüss. Ich gehe dann mal oben rum. So, tschüss. Oh. So. Oh, wir haben aber nicht mehr viel Zeit, ne? Möchte ich mal kurz hier. Ja. Ist mir gerade aufgefallen, Nintendo. Yes! Nein, ich habe eine Mütze ausgelassen. Wie kann ich nur? Warte. So. Los, lauf. Komme ich da jetzt ran? Da komme ich doch nur mit dem Hammer durch. Hä? Dann haben wir die 30 Münzen halt nicht. Lieber Level abschließen. So.
Man hätte den umdrehen können, ne? Mit der Katzen. Ah, mit dem Katzending kann ich den umdrehen. Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mit dem Katzending kann ich den umdrehen. So, bau deinen Quatsch. Toll. Ich wollte schon immer so einen Fisch in Blöcken haben. So, zack. Ah, guck mal, wir bauen gerade zwei Sachen gleichzeitig. Das ist ja auch das, was ich meinte zu ihm, dass wenn man sowas hinkriegt, dass es dann ja durchaus weniger Aufträge brauchen sollte. Wir werden sehen, um das fertig zu bauen. Wir werden sehen, ob das Geld am Ende reicht, ob die Aufträge reichen. Ich bin gespannt. Nee, ist nicht süß. Ich will nur die Aufträge machen. Los geht's. So. Ei, ei. Bapadabam, Steinquader im Fluss. So. Wait, da kann ich doch hoch. Das sehe ich doch von hier. Haha! Geld. Oh. Alles klar. So. Moment, aber der Steinquader zieht mich nicht nach unten, sondern mit dem Steinquader kann ich schwimmen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, der zieht mich voll nach unten, aber tut er nicht. Wow, schneller! Mist. Ach, geh doch weg. Ist das denn dein Ernst? Ach so. Ja gut, ne? Ganz, was ich wollte. Das war schon eher, was ich wollte. Oh nein, der gibt mir mehr Münzen. Gib mir Münzen. Hätte ich das aber gewusst, hätte ich eine Stampfattacke drauf gemacht. Dann wäre das effizienter. Aber gut, ist in Ordnung. So. Nicht mich töten. Ich glaube, der kann er mich töten, wenn der auf mich drauf hält. Ich bin mir gerade unschlüssig. Hui. Ich sehe die Münze. Ich würde aber gerade erstmal nicht unbedingt jetzt für 10 Münzen mein Leben riskieren. Solange ich keinen Pilz habe, gehe ich da nicht runter. Dankeschön. Genau das habe ich gehofft. So, jetzt kann man das auch mal riskieren. Jetzt kann da auch nichts passieren. Wäre auch so nichts passiert, aber man weiß ja nie, ne? Ich muss ja immer mit meiner Inkompetenz rechnen. Und, okay, da kann ich nicht rein. Oh, jetzt kommt. Na toll. Na toll. Jetzt muss ich wieder warten. Wieso muss ich jetzt wieder warten? Ah. Komm her, Wasser. Hopp, hopp, hopp. Los, los, los. So. Mach das mal da hoch jetzt. Und dann machst du mich mal da hoch. Dankeschön. Und dann gehen wir mal da rein. So. Ja, Mensch. Das war ja ein spannendes Level. Oh, können wir uns noch die 10 Münzen holen? Sehr gut. Warum waren das jetzt 5? Was soll das denn? Na gut. Aber dann haben wir die Missionen weg. Sehr gut. Plopp. Bringt mir das jetzt irgendwas, außer dass dann da die 3 Figuren sind? Und außer, dass wir Aufträge weiter schaffen. Flop. Hauptgebäude 2 ist fertig. Das zweite Obergeschoss suchen. Boah, das war ja riesig, Mensch. Haben die aber lange dran gebaut. Gähn. Ach, ist was... Ah, okay, wir haben jetzt irgendeinen Story-Abschnitt wieder, weil ja was passiert ist, ja? Was ist denn jetzt wieder passiert? Oh, weh, oh, weh, oh, weh, es gibt ein Problem. Bitte lies das hier. Toad-Rettungs... Ah ja, alles klar. Der rote Toad wurde entführt. Ja, dann auf. Retten wir den roten Toad. Erreiche das Ziel mit 1 Toad. Ja, Mensch.
Ah, ja. Danke schön. Hui. Zum Glück funktioniert das gut. Ah, es ist so schön, hier einfach durchzuschweben, ne? Weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber wahrscheinlich ja. Aber da ist nochmal so eine... Oh, die hätte ich aber auch gerne jetzt. Jetzt... Oh mein Gott, hoch mit mir. Ach so, Moment, den muss ich ja wiederholen. Komm mal her, Kollege. Jetzt kriege ich die ja sogar geschenkt wieder. Das ist ja viel zu einfach, Nintendo. Gib mir alle eure Münzen. Die holen wir uns auch noch. So. Leider geben die keine Münzen. Schade. Aber was soll's. Oh, wow. Das war schon ein krasses Level so jetzt, ne? Aber hey, 74 Münzen rausgetolt. Passt. Passt. Sehr gut. Und gab es eigentlich Missionsmünzen auch noch? Nein, wieder nicht, ne? Da ist er schon wieder. Der Mensch. Plopp. Außerdem ist das Dach da auch gleich fertig. Prima. Problem ist, wir können jetzt noch nichts weiter bauen, ne? Ja. Ja, ist alles perfekt. Wo geht's weiter? 1500. Okay. Ja, dann. Müssen wir erstmal ganz viele Missionen machen. So, jetzt gucke ich aber nochmal hier rum, ob er jetzt wirklich fertig ist oder ob er nur fertig war, weil... Ja, der hat nichts mehr zu sagen. Was war hier? Ach, da war der Block da unten, ne? Das haben wir alles schon, das haben wir schon fertig. Ja. Den Frosch da oben haben wir auch. Also ich glaube, in die Richtung haben wir alles gemacht, ne? Ich glaube, in die Richtung haben wir alles gemacht, ja. Okay. Können wir in die Richtung schon was machen, oder noch nicht? Der ist durch. Da können wir was machen. Aber im Moment nicht, weil ich will ja... Moment. Ich will ja dann was machen, wenn ich baue. Und gerade baue ich ja nicht mehr. Doch, einen baue ich noch. Einen baue ich ja noch. Den da oben. Eins können wir machen. Komm her. Was hast du denn? Gegen den Kriech-Piranha. Aber natürlich unternehme ich was gegen den Kriech-Piranha. Und dann kann ich in die Röhre, ja? Okay. Das machen wir doch glatt. Siege alle Kriech-Piranhas und erreiche das Ziel. Ah ja. Oh, no. Ach, es ist nur diese eine. Und das war's. Das ist das Level. Diese eine Ich bin so blöd. Diese eine Pflanze ist das Level und das war's. Das würde ich sowas von... Alter! Das würde ich sowas von schlecht bewerten, wenn das jetzt ein Dings wäre. Das ist ja nichts... Wow, ich habe eine Pflanze aus der Röhre geschickt. Guck dir mein krasses Mario Maker Level an. Genau das ist das. Alter, was? Nintendo, Mann. Oh, ihr macht wieder Sachen vorhin, ne? Und dann bauen Leute sowas.
Sheesh. Sickes Level, yo. Hätte man zumindest mehrere draus machen können oder so. So ein Rätsel, wie es der Dings gemacht hat. Der Ersteller von Dings. Ich komme auf beide Namen nicht. Es ist unfassbar. Ah, der Ersteller von... Hier, Celeste. Lakitu Attacks Maybe Hard wurde von 2 Nutzern, darunter DeMarcus, gespielt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, machen wir gleich. Das geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Okay, cool. So, was haben wir jetzt hier? Wir werden doch dann so langsam... Oh, Münzen! Eine 30er Münze. Ist die... Kommt die öfter wieder oder ist die nur jetzt einmal da? Oh, und hier komme ich noch nicht durch. Okay. Ich glaube, ich brauche für beides diesen komischen Hammer. Na, hierfür brauche ich den Hammer. Und für da unten dann auch. Okay. Also mehr kann ich aktuell tatsächlich nicht machen hier. Also kann ich jetzt ganz normal wieder an Aufträgen arbeiten. Ne, Moment. Wir haben ja das da oben gerade fertig gebaut, ne? Okay, es gibt wirklich nur noch das Dach da oben für 1500. Okay. Wait, was macht die Kanone? Wait. Was macht die Kanone? Schießt die auch nur Münzen? Habe ich da schon mal geguckt? Oh! Da haben wir wohl noch mehr Aufträge dann, die Fremd... Also Fremdaufträge... okay. Ist das ein Auftragsviech? Ja, aber da wir gerade nichts bauen, nützt das mir überhaupt nichts. Weil das will ich ja dann verknüpfen. Okay, also los geht's. So, das haben wir schon mal umgestellt. Wieso ist das jetzt... Hallo? So. Sind wir jetzt ganz links und können da weitermachen? Ja, okay, prima. Das riesengroße Buhu-Spukhaus. Los geht's. Ich meine, guck mal, ich habe hier 6 Seiten voller Aufträge und mit jedem Dings kriege ich einen neuen Auftrag. Das muss doch geldtechnisch hinkommen. Ich habe halt gedacht, ich habe am Ende mehr Aufträge als Geld. Also andersrum. Ich habe am Ende mehr Geld, als dass ich alle Aufträge gespielt habe. Sodass am Ende Aufträge übrig bleiben und man die halt noch zusätzlich spielen kann, aber nicht muss. Ich bin gespannt. Weil man kann ja auch Aufträge doppelt und dreifach spielen, um Geld zu holen. Oh, das... Oh, nee. Oh, ich habe das verstanden, aber zum Glück ist es schon vorbei. Das wäre allerdings eine echt interessante Idee für ein komplettes Level, so ein Buu-Aufzug. Da spreche ich ja gar nicht mal so viel dagegen, ne? Ich gehe dann mal hier unten durch und dann darüber. Okay. Das ist... Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das ist ideentechnisch gar nicht so doof. Wait. Was ist das denn jetzt hier alles? Unfug. Ist hier ein Pilz drin? Yes. Gib mir den mal. So, jetzt will ich aber... einmal wissen... Was ist das denn? Ach so. Das ist einfach nichts. Wofür ist das dann da? Ich meine, das kommt mir doch eh nicht näher. Nicht mal ansatzweise auf die Art und Weise. Das kann mir doch gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Geht das hier noch? Mama.
Lasst das. Bleibt, wo ihr seid. Okay, tschüss. Okay, das sieht nach Ende aus. Wait. Oh, da kommen noch mal Geister, oder? Wenn ich jetzt hier Quatsch mache, kommen noch mal von da drüben Geister. Oh, ich habe ein bisschen Angst gerade. Nein, keine Geister mehr. Okay. Dann hätte ich auch das Leben abwarten können. Dann hätte ich noch mal 10 Münzen mehr bekommen. Ist ja egal. Passt. Passt schon. So, zack, los. Drauf aufs Geld. Ab aufs Konto mit dem Zeug. Lakitu attacks maybe hard wurde von 6 Nutzern. Hat von DeMarcus ein Herz erhalten. Ja Mensch, vielen Dank dafür. Ist ja voll die Dings da unten, voll die... Oh, was, ich hab's heute wieder mit Namen. Wie heißt das denn? Wenn jedes Ereignis mitgeteilt wird. Ich komme nicht auf den Namen, ne? Oh, wie heißt das denn? Ich komme gerade nicht... Wie heißt das denn, wenn... Das waren Zeitungen ja auch, ne? Immer wenn irgendwie Wahlen oder sowas sind. Dann... wird bei manchen Sachen... gibt's dann... So ein Ding, was halt alle Ereignisse... Immer wenn was Neues passiert, auch bei Fußballspielen zum Beispiel. Ich komme nicht drauf, das gibt's doch nicht. Ich hab's gleich. Ich muss nur ein bisschen an alle möglichen Ereignisse denken, bei denen das passieren kann, und dann kommt mir der Name ins Gedächtnis. Und dann kommt mir der Name ins Gedächtnis. Bleib hier! Dann kommt mir der Name ins Gedächtnis. Das heißt... ja gut. Den hätte ich mir zwar noch aufheben können, aber... Auch in Ordnung, ne? Ist halt sein Ernst. Spannendster Bosskampf ever. Sick. Ich komme nicht auf den Namen. Oh, ist das gerade wieder dumm. Ich komme nicht drauf. Live-Ticker. Ich wusste es doch. Oh mein Gott. Live-Ticker. Wie ein Live-Ticker ist das da unten? Ah, oh, das sieht, als ich drauf gekommen bin. Meine Herren. Ich hasse sowas. Wenn man ein Wort wissen will und einfach nicht draufkommt, aber eigentlich weiß, dass man das Wort weiß. Gott. 25 Cheap Cheeps. Ja, dann. Los geht's. Oh. Dann werden wir wohl... Ah, das war natürlich jetzt wieder dumm. Ach so, wenn... Ach so, der schießt... Der schießt ja automatisch Feuer. Ha, da oben ist nämlich was, habe ich mir doch gedacht. Ach so, muss ich da jetzt hochfliegen. Hä? Hä? Komme ich da oben wieder raus? Hä? Ach, jetzt schieße ich... Ah, verstanden. Ich hätte jetzt die Wahl gehabt, entweder dreifach zu schießen. Entweder dreifach zu schießen oder eben langsam zu schießen. So wie jetzt, ne? Jetzt schieße ich lang... Also nicht langsam zu schießen, sondern jetzt haben wir ja praktisch die Situation, dass ich durch die Feder langsam nach unten schwebe. Und dadurch habe ich praktisch mehr Zeit zum Schießen. Oder ich hätte halt dreifach schießen können. Mit der Blume. Ah, cool. So, aber das war dann der Quatsch. Ah, jetzt komme ich wieder hier raus. Aber wo... Jetzt ist da eine Münze... Was?
Wieso war denn die vorhin nicht? Ach, ich weiß warum. Die ist vorhin, als ich hier war, ist die schon runtergefallen und dann war die nämlich weg. Haha. Ich bin nämlich gar nicht so doof. So. Ich verstehe solche Zusammenhänge. Haha. So. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. So. Zack, 906. Jetzt wurde es schon von 4 Nutzern. Hä? Was soll denn das da unten? Gerade waren es 6 Nutzer. Darunter der Markus und jetzt 4 Nutzer. Was? Alles klar. Jedenfalls passieren Dinge in meinem Level, was ich nicht gut finde. Gut! Ich muss echt ein neues Level bauen. Ich brauche dafür Geduld und Zeit. Und das ist das Problem. Ich habe beides nicht. Vorher, nee, beim Levelbauen ist es tatsächlich eher die Geduld, die ich nicht habe. Es sind immer so viele Sachen, wo ich auch sehe, okay, das funktioniert noch nicht so ganz, aber dann habe ich einfach nicht den Nerv, es nochmal umzuändern. Weiß nicht, vielleicht ist das, merkt ihr ja selber als Levelersteller. Man merkt bei so vielen Sachen, ah, das müsste man noch ändern, das müsste man noch ändern und ihr ändert das dann halt. Und ich halt nicht. Das ist halt doof. Das ist halt, es macht halt kein gutes Level-Design aus. Ist mir klar. Deswegen sollte ich lieber spielen, anstatt zu bauen. Aber ich will trotzdem ein völlig normales Level mal noch bauen. Einfach eins ohne Haken, aber was jetzt auch nicht besonders, keine Ahnung. Was jetzt auch nicht so einen besonderen Twist oder sowas hat. Es ist, weil bei dem Versuch, irgendwas Spezielles, Besonderes zu bauen, kommt dann halt so ein Mist dabei raus. Das ist so ein doofes, gewöhnliches Level, was ich da gemacht habe. Also gewöhnlich doof in dem Sinne. Nicht einfach normal, sondern einfach... Ach, keine Ahnung. Merk schon, ich bin mein größter Kritiker. Alles ja auch nicht verkehrt, ne? So. Übrigens gibt das Level ordentlich Münzen. Wow. Ich mach schon wieder den gleichen... Ich mach schon wieder den gleichen dummen Fehler. Oh yeah. Nein! Gott, wie doof bin ich denn? Ach, wegen den 30 da, ja, verstehe. Meine Herren. So, springen wir vielleicht diesmal, das wäre super. Oh mein Gott! Sheesh! Da ist doch bestimmt noch was. Da ist nichts mehr. Außer einem Checkpoint. Okay, cool. Oh, da steigt schon wieder. Wow! So viel zum Geld. Oh, Alter! Wann muss ich... Oh Gott! Wann springe ich denn da am besten ab? Ach du Schande. Hier oder was? Der ist ja jetzt nicht so cool. Ach komm. Kann ich drauf geachtet. Jetzt kann ich das von vorne spielen. Oh, nix Luigi, Alter. Ich spring dir ins Gesicht, Luigi. Aber ist jetzt wenigstens das Viech da unten weg? Nein. Danke dafür. Ah. Aber die Stelle ist ja auch wieder doof. Ah, Nintendo, ey. Was ein Quatschlevel. Das war gar nicht knapp oder so. So, jetzt kommen die da runter.
Sollen die Garen aber keinen Quatsch machen. Wir gehen einfach hoch und gehen einfach da durch und dann ist alles in Ordnung. So. Jetzt haben wir zumindest 5 Leben, um den Quatsch hier zu spielen. Okay. Gewusst wie. Mein Gott, war das dumm. Oh mein Gott, ich warte hier. Nein, das reicht noch nicht zeitlich. Jetzt kommt es hin. Nicht wieder runter. Mach das nicht. Oh Gott. Okay, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Ist in Ordnung. Tschüss. Gott. Das ist halt mit dieser schwerfälligen SMW-Steuerung ist das echt nicht angenehm gewesen. So, aber 100 Münzen rausgenommen. Das ist gut. Macht 300 zusätzlich. Sehr schön. Jetzt wurde schon wieder von 4 Nutzern gespielt. Aber immer war der Markus dabei. So, die unschaffbare Festung. Auch wieder 200 Münzen. Gut. Alles klar. Der Papa von Anonym hat mal wieder gebaut. Hat der nicht schon mal was gebaut? Toll. Ach so. Ah, verstanden. Das war wieder dumm. Ich will den gar nicht töten. Ich will den da hochkicken. So, und jetzt tschüss. Oh. Das wäre ja fast schief gegangen. So. Und jetzt? Aha. Na, jetzt geht's noch höher, ja? Okay, mit Anlauf geht das anscheinend nur. Hopp! Jawohl. Und jetzt macht er hier kaputt. Oh. Wie viele Anläufe braucht er denn dafür? Dankeschön. So, mach dich weg. Wiedersehen. Schwupps. Schwupps. Komm, du kannst gleich mal nach oben. Können die sich nicht einfach gegenseitig... das war nicht so klug. Okay. Jetzt muss ich den antriggern. Ach, indem ich da oben hingehe. Dann holt er mir die Münze runter. Vielen Dank dafür. Gib mir das! Mist! 2 Coins für mich. Eine große für mich. Was bitte? Ja gut, dann trinke ich den halt jetzt nach oben und dann macht er den halt hier zur Schnecke. Was? What? Okay. Dachte, dann zerquetscht er den, aber nein. Hat er halt nicht gemacht. Jetzt ist halt mein toller Pilz weg. Oder kam... Ne, der kam erst hier, der Pilz, ne? Genau. Dann ist ja alles in Ordnung. So, dann verlieren wir den jetzt aber diesmal nicht gleich wieder. So. Hoch mit dir jetzt. Ach, wait, ich will den gar nicht besiegen. Na gut, aber ich kann. Aber ich hätte es gar nicht gemusst. Weil hier ist einfach das Ziel. Ich hätte ihn gar nicht besiegen müssen. Ups. Ich hätte nur dran vorbeigemusst. Ja gut, das,
Hätte man sehen können. So, 200 Münzen plus 64 reicht noch nicht. Okay. Aber mit dem nächsten Level haben wir dann genug für das nächste, für den nächsten Bau. Sehr, sehr schön. Hothead-Seeschlangen. Sind das diese komischen Feuerdrachen, die aus dem Dings rauskommen? Keine Ahnung. Aus der Lava? Nein. Ach nee, Hothead haben die ja geschrieben. Ich habe jetzt an diese Drachen gedacht in 3D-World oder wie die heißen. Ach so, jetzt kommen hier so Schlangen rund. Ja, okay. Ja, okay, das ist ja dann nicht das Problem. Da ist es eigentlich fast schon schade, dass man die Spur sieht, ne? Weil ich glaube, in dem Fall wäre es ganz lustig, wenn man die Spur nicht sehen würde. Aber gut, das würde dann in anderen Situationen wieder komplett unfair sein. Aber hier in dem Fall, da man genug Platz zum Ausweichen hat, wäre es, glaube ich, cooler, einfach nicht zu sehen, wo die hinfahren. Aber ja, wie gesagt, geht halt nicht. Ist ja auch nur ein Gedanke. Ich glaube, es wäre vom Feeling her einfach lustiger, wenn man es nicht wüsste. Weil so weiß ich ja genau, was passiert. Und kann entsprechend schon reagieren. Es kann also eigentlich gar nichts passieren. Mir kann nichts passieren, wollte ich sagen. Na, das ist... ja gut, ich kann auch halt auch daneben schießen. Das ist gar kein Problem. Ja, das ist ein bisschen witzlos so. Oh wow, 2 Münzen kriege ich noch. Sensationell. Nein, ich hätte gern die 10 Münzen hier oben. Dankeschön. So, jetzt haben wir aber genug für den nächsten Bau. Uff. Komm her. So. Ja, los. Fünf Stück, alles klar. So, jetzt sind neue Aufträge da, genau. Es geht auch nichts anderes. Gut. Okay, dann können wir jetzt zu dem Vogel gehen. Und schauen, was der so für uns hat. Das ist Yamamura. Das ist der Tutorial-Vogel. Flug über die Luftgaleere. 200! Wenn du dich mit einem Cape schlägst, kannst du B gedrückt halten und bis zum Ziel schweben, ohne zwischenzulanden. Okay. Also an Ranken festhalten stört die Dings nicht. Die Dings, die... Die... Na, sag schon. Diese Mission. Okay. Ah, verstanden. Wie ist das, so einen Ring berühren? Stört auch nicht. Das kann ich alles machen. Okay, cool. Ja, dann gucken wir doch mal, was hier los ist. Also, ich darf ihn nicht treffen lassen, sonst lande ich natürlich komplett auf der Schnauze. Wie gesagt, an Ranken darf ich mich... Ja, gut. Kann ja den Boden gar nicht berühren, so. Da könnte ich Boden jetzt berühren. Da könnte ich Boden berühren. Okay. Ich weiß halt nicht... Uiuiui. Wie das dann da unten gleich aussehen. Okay, da muss ich sogar jetzt Ranken berühren. Das ist ein bisschen spannend. Okay. Das ist jetzt sogar gut, dass es nicht sowas gibt wie in die Ecke klippen. Sonst könnte man versehentlich ja... Sonst könnte das Spiel versehentlich die in Eindruck bekommen, ich würde die Wand berühren, wenn ich mich in die Ecke gerade klippe. Ach du Schande, was? Jetzt wieder nach oben, ja?
Bitte berühre nicht diese komischen Dinger versehentlich. Kann das passieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, durch den Wind kann das überhaupt nicht passieren. Okay. Krieg ich da oben eine... Nein, ich kann ja keinen Checkpoint bekommen. Das heißt, ich muss den ganzen Quatsch nochmal machen, wenn ich es jetzt versaue. Oh no. Okay, das darf ich machen. Oh no, ich will das jetzt echt nicht. Oh no, weil das dauert halt einfach 3 Jahre, bis man hier ist. Das war jetzt nicht schwierig, hierher zu kommen. Das dauert einfach. Ich will das jetzt nicht versauen. Das würde mich aber am meisten ärgern, weil ich es einfach nochmal spielen müsste. Nicht, weil es so schwer ist. Okay, dann gehen wir lieber irgendwo hier drüben rum. Aber witzig, dass man hier wieder Federn bekommt, als ob man die zufällig erwischen würde, wenn man jetzt getroffen wird. Das sehe ich irgendwie nicht. Oh Gott! Bloß nicht, Junge. Wait, da kann ich jetzt rein, ja? Das ist erlaubt, oder wie? Nein! Ich bin so doof, ne? Hätte ich jetzt den Boden hier berühren können oder nicht? Das wollte ich eigentlich... Oh, Mann! Achso, die Dinger... Tut selber auch weh. Wait, what? Oh. Okay. Ich meine, ich kann es nicht mehr schaffen, ist mir bewusst. Ja, ist mir vollkommen bewusst. Ah, okay. Ich will aber trotzdem gucken, was noch kommt. Ah. Ja, toll. Und dann würde ich hier aber jetzt wahrscheinlich, wenn ich den hier mache, würde das wahrscheinlich als auf den Boden zählen, ne? Könnte ich mir genauso denken. Ja. Toll. Das hat ja gut funktioniert. So nehme ich zumindest mehr Geld aus dem Level mit, aber... Ah, so ein Quatsch. Jetzt muss ich diesen ganzen Quatsch hier am Anfang nochmal... Können wir das ein bisschen beschleunigen? Wenn ich es jetzt beschleunige, geht das schief. Ist mir vollkommen klar. Ist mir vollkommen klar, dass das dann schief geht, wenn ich sowas jetzt versuche. Kenn mich doch. Ah, vor allem das hier war interessant. Okay, es geht aber auch. Aber das hier drüben kann ich halt nicht beschleunigen, ne? Da komme ich halt trotzdem langsam hoch. Das hat halt 3 Jahre gedauert, bis wir da oben waren. Okay, 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 okay. So. Na gut, wir sind schon unten. Ich habe nichts gesagt. Das ging echt schnell. Das dauert jetzt einfach 3 Jahre. Aber es geht halt auch. Ich glaube, es geht nicht viel schneller, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie man das noch beschleunigen könnte. Weil eine Röhre kann man nicht machen, dafür müsste man ja landen. Entsprechend. Es geht nur so, tatsächlich. Es geht tatsächlich nur so. Aber ich möchte wirklich die Person sehen, die hier getroffen wird und dann es noch schafft, so eine Feder hier wieder mitzunehmen. Das will ich sehen, wie das geht. So, ich hoffe jetzt, es zählt nicht, wenn ich hier den Boden berühre als Treffer oder so. Ich habe keine Ahnung. Das wäre dann schon krass. Weil das kann ja doch recht schnell passieren. Blöderweise. Also einfach nicht rausspringen. Jetzt mal die erste Devise. Und ich hoffe, ich kann es schaffen, ohne den Boden hier zu berühren. Ja doch, es geht, man kommt da schon durch. Es war nur vorhin, weil ich einmal außer Kontrolle geraten bin. Und ich bin immer wieder außer Kontrolle geraten. Oh. So, die nehme ich mir mal mit. Okay, okay, man darf den Boden berühren. Okay. Alles klar. Mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Nur nicht rausspringen, das darf ich nicht. Alles nur nicht rausspringen. So, und jetzt werde ich mir nicht die Münzen holen. Auf gar keinen Fall.
gehe sowas von direkt ins Ziel, das glaubt ihr gar nicht. Oh! Puh! Puh! Alles klar. Alles klar. So, zack. Und das war ja sogar eine Geldmission. Das heißt, es wäre jetzt fast, wenn ich da drüben den Auftrag gemacht hätte. Guck mal schon wieder, der Markus. Hast du noch was für mich? In der Zwischenzeit. Huch, jetzt ist hier einer. Oh. Jetzt kriege ich die Blöcke hier kaputt. Okay. Alles klar. Das heißt, ich hole mir jetzt den Stachipanzer und mit dem Stachipanzer kann ich dann die Blöcke zerstören. Ist auch in Ordnung. Ich dachte, ich brauche dafür einen Panzer. Also einen Hammer. Aber das ist dann wohl nicht der Fall. Mach dich weg. Tschüss. Oh Mist, das habe ich dumm getimed. Schon verstanden. Schon meinen Fehler verstanden. Aber egal. So. Waren jetzt auch nur 10 Münzen. Die kann ich verkraften, mein Gott. Die kann ich verkraften. Wow, der ist aber jetzt richtig schnell da durch. Huiuiuiui. Mario, was war das denn? Plötzlich gab es einen Speed. Uff. Boah, ist das frech, ne? Nee, jetzt weg hier. Husch, 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 husch. Oh Gott. So, dann hier ohne die Münzen ist okay. Aber, oh, die da hätte ich schon gerne, ne? Nein! Oh, schade. Aber gut. Besser so als gar nicht. Ist doch auch irgendwas. Was? Was? Hä? Oh! Nee, Mann! Oh, jetzt komme ich da nicht mehr ran, oder? Hallo? Hallo? Da komme ich doch jetzt nie... Oder komme ich da noch ran? Wenn ich dann schnell zurückmache, geht das? Ich traue mich nicht! Wir lassen das! Lieber Level abschließen, als hier 50 Münzen holen. Muss ja nicht immer übertrieben sein. Ne? So. Dankeschön. Wir lassen das lieber. Ah. Aber ich hätte 80 Münzen mehr mitnehmen können. Naja. So, und wo ist jetzt mein Stachelpanzer? Ich hab den mitgenommen. Was soll das denn? Wow. Jetzt hat er den einfach. Frech. Okay. Ja, das hätte ich auch machen können. Was? Du kannst es beim Levelbau im Spielthema... Ich hatte das noch gar nicht. Aha. Also ich kenne diese Blume, aber ich hätte die praktisch noch gar nicht nutzen können. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so das Spannende. Oh Mann! Okay. Aber dann war es das jetzt hier wieder auf dem Weg, ja? Wo ist Yamamura hin? Ist jetzt woanders hin? Muss ich jetzt suchen? Vogel? Vogel? Vogel?
Vogel? Kein Vogel. Okay. Wir machen Storyparts ein bisschen länger, ne? Ihr merkt, dass ich gehe jetzt hier auf die Stunde zu. Das ist aber okay. Ist er jetzt vielleicht in der anderen Kanone drin? Oh, das waren mehr Münzen. Das waren jetzt keine 5. Das waren schon... LOL. Den musste man echt suchen. Den musste man halt echt suchen, ne? Was bist du denn für einer? Vor allem, man findet ihn nur, wenn man bei dem Blauen nach unten geht, nicht nach oben hoch. Alles klar. Der unbemannte Münztransport. 200 Münzen. Nice. Und ich muss sowieso 50 Münzen sammeln. Ja, nice. Wenn du von allen Seiten mit Kugelwildis beschossen wirst. Ja, das wird spaßig. Let's go. Achso, es ist letztendlich ein Airship-Level. Ja gut, ich habe jetzt mir da jetzt was anderes erwartet von der Beschreibung her. Als ein Airship-Level. Aber gut, so kann man auch ein Airship-Level umschreiben. Als Münztransport. So, aber das heißt natürlich, es gibt eine Challenge. Es gibt also keinen Checkpoint. Das, ist ja nicht so cool. So, ich warte hier mal lieber. Aus Gründen. Oh, das muss jetzt getimed werden. Na, wobei, das ist ganz lange weg, das Feuer. Das ist länger weg als da. Gib mir den Pilz, dankeschön. Das Spiel weiß einfach, wie es mich glücklich macht. Manchmal. Manchmal auch nicht. Den habe ich nicht! Den habe ich nicht! Gott, bin ich erschrocken! Den habe ich nicht wahrgenommen. Yeses! Ach ja, hier steht das sogar alle Münzen. Das heißt, es gibt genau 50. Okay. Das hätte man auch lesen können. Hätte sich die Frage von Anfang an geklärt. Alle Münzen. Ich darf also gar keine auslassen. Okay. Das ist ja nicht das Problem. So, jetzt lassen wir uns einfach nicht von allem treffen. Dann passiert da auch gar nichts Schlimmes. Dann geht das alles in Ordnung. Ich wollte... Ah, ich war ungeduldig. Ist okay. Habe ich verdient. So, ich kriege hier eh gleich wieder den Pilz. Dann ist auch alles. Warum ist der genauso schnell wie der rote Pilz? Ah, okay. So, jetzt passen wir hier einfach ein bisschen auf. Dann kommen die nämlich hier. Die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen vorhin. Meine Güte. Die sind ja frech. So, 9 Stück noch. So, 5 Stück noch. 2 Stück noch. Und das war's. Und das ist das Ziel. Komm her. Na dann nicht. Dann keine 10 Münzen am Ziel. Ist okay. 269 ist ja auch was. Uff, Yamamura, uff. Du machst Sachen mit mir, ne? Klopp. 88%. Gurr. Ja, ja, und dann ist er wieder weg, der Kollege. Ich habe schon verstanden, das Konzept jetzt. Habe ich jetzt schon verstanden. Das heißt, jetzt müssen wir erst wieder einen anderen Auftrag machen und dann können wir wieder den Vogel suchen. Oh, ja, toll. Das war ja spannend. Und was ist jetzt in der Kanone hier drin? Jetzt sind wieder Münzen drin. Okay.
uns die Münzen auch noch schnell. So, das war. Oh. Also bekommt man außen aber schon auch ordentlich Münzen zusammen mit der Zeit, ne? Muss man schon mal sagen. Cool, cool. Gut. Dann würde ich aber sagen, mit 88% können wir auch erstmal den Part beenden. Ich werde auf jeden Fall noch einen Part Abenteuermodus aufnehmen, also auch wenn jetzt in der Zwischenzeit Level wieder reinkommen hier. Der nächste Part wird noch ein Abenteuermodus sein. So, dass wir das auch mal durchkriegen langsam. Danke fürs Zuschauen und tschüss.